Heute gedenken wir des heiligen Hieronymus, der die Heilige Schrift ins Lateinische übersetzt hat. Von ihm stammt auch die Leseordnung in der alten Messe und er ist auch für den Satz bekannt, berühmt geworden: Unkenntnis der Schriften ist Unkenntnis Christi. Bei mir in der liturgischen Serie steht demnächst eine Folge über die Lesungen in der tridentinischen Messe an. Bevor ich aber damit fertig bin, möchte ich euch auf ein interessantes Video von Meg Strauss vom letzten Jahr verweisen. Sie ist mehr die Bibelspezialistin, und sie veröffentlicht auch jeden Tag Kommentare zu den Tageslesungen in der neuen Messe. Ende letzten Jahres hat sie dann eine schöne Zusammenfassung gemacht. Sie spricht mir eigentlich aus der Seele in dem Video, wenn sie die Vor- und Nachteile der neuen Leseordnung bespricht. Ich würde mich aber persönlich an dieser Stelle nicht so absolut auf die Gehorsam berufen, wie sie das tut. Gewissermaßen schon, denn in der neuen Messe haben wir uns natürlich an die neue Leseordnung zu halten. Darüber, dass das in Deutschland seltenst der Fall ist, habe ich eins meiner ersten Liturgievideos gemacht und ich verlinke es jetzt hier oben. In der alten Messe haben wir aber zum Glück weiterhin die alte Leseordnung, somit haben wir schon eine Alternative, ohne gleich von Ungehorsam zu sprechen. Aber über die alte Wortgottesliturgie sprechen wir in der nächsten Folge.